Ja, lieber Herr Knapp, Herr Dr. Gerschermann, Herr Rettig, Frau Gundmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde jetzt garantiert nicht, ich weiß gar nicht, was es als Vorspeise gibt, jedenfalls aus der Suppe eine Kaltschale machen, sondern ich mag selber keine Kaltschalen, deshalb drei kurze Bemerkungen. Wir sind alle kluge Köpfe und als wir heute Morgen die FAZ aufgeschlagen haben, Herr Gerschermann, haben wir im zweiten Buch, das ist dieses Wirtschaftsteil, gesehen, zwei europäische Kommissare erklären Deutschland, es geht so bei der Energiepolitik nicht weiter. Sowohl der Wettbewerbskommissar, Herr Almunia, wie auch der Energiekommissar, Günther Oettinger, haben dort, ich sage unter uns mal wieder, uns ins Stammbuch geschrieben, dass wir in Deutschland eine relativ irre Energiepolitik derzeit durchführen. Ich darf das Wort ein bisschen irre hier so nehmen, da ich mit Günther Oettinger mich regelmäßig in Brüssel oder in Berlin treffe und er manchmal sogar noch etwas dezidiertere, dann aber von der Versammlungsleitung zu rügende Worte wählen würde. Warum sage ich das, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf dem 5. Frankfurter Symposium für digitale Infrastruktur? Weil es eine Kernfrage für die weitere Entwicklung unseres Landes, und damit meine ich jetzt nicht nur Frankfurt am Main, Hessen, sondern Deutschland, ist, wie wir in relativ kurzer Zeit die spannende Frage beantworten, wie wir aus einer von uns allen, ich unterstelle mal, es waren nämlich nur 8% dagegen, von uns allen gewünschten Energiewende nur noch eine vernünftige Operation machen. Und dass uns das europäische Kommissare sagen müssen, ist schon eine besonders bedenkliche Situation. Wir alle haben, wie gesagt, als kluge Köpfe heute Morgen die FAZ gelesen. Und ich kann Ihnen für die Landesregierung nur sagen, wir werden auch weiterhin unbeirrt darum kämpfen, dass Strom auf der einen Seite durch die Energiewende alternativ produziert, auf der anderen Seite aber sekündlich, um nicht zu sagen zehntelsekündlich, in vollem Umfange erhaltbar und das zu verträglichen Preisen ist. Ich weiß, da ist es eine etwas eigenartige Formulierung, wenn ich Ihnen sage, dass wir uns, Volker Bouffier und ich, an der Spitze dafür eingesetzt haben, dass Ihre Wirtschaft von der EEG-Abgabe befreit wird, weil es ja eigentlich nur ein Reparieren an Symptomen ist. Eigentlich müsste ja ein Umlagensystem so organisiert werden, dass man davon keine Ausnahmen benötigt. Als Jurist, sehr verehrte Damen und Herren, ich habe über 25 Jahre Luftlinie von hier 70 Meter meine Anwaltskanzlei betrieben, eine super Veranstaltung. Desto mehr Ausnahmeregelungen, desto mehr freut sich der Anwaltskollege. Aber ob das nun volkswirtschaftlich sinnvoll ist, betriebswirtschaftlich schon mal überhaupt nicht sinnvoll ist, das war meine erste Bemerkung. Meine zweite Bemerkung, wir waren jetzt in den Höhen, Herr Knapp hat uns da hingeführt und Herr Gerschermann auch über alles das, was digitale Infrastruktur bedeutet. Ich möchte ein bisschen den Faden aufnehmen, den Frau Dr. Grundmann eben gelegt hat und sagen, es gibt da auch Niederungen. Dr. Grundmann hat eben eine Teilmenge angesprochen, aber ich darf Ihnen versichern, dass die Justiz des Jahres 2013 nicht mehr aus Ärmelschonern und aus Bleistiftspitzern besteht. Und wir streiten uns auch nicht mehr darüber, für die Juristenkollegen unter Ihnen, die das im Studium vielleicht mal geärgert hat, ob nun eine lose Blattsammlung noch eingesortiert werden muss oder nicht, weil wir wissen, es geht auch einfacher. Da möchte ich Ihnen nur berichten, einen kleinen Sachstandsbericht geben. Das hat uns, Frau Dr. Grundmann hat es eben schamlos untertrieben. Das hat uns in den letzten 24 Monaten aber richtig viel Arbeit gekostet. Und zwar auf zwei Ebenen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Arbeit gekostet. Auf der einen, das war die rechtliche Ebene. Alles das, was wir im Gerichtssaal machen oder auf dem Weg dorthin und auf dem Weg dort raus, muss irgendwie normativ gefasst sein. Und da haben wir, das ist in Hessen begonnen worden,
ein über 100-seitiges Gesetzentwurfswerk in die Hand bekommen von Dr. Gundmann für den Bund. Und ich war das letzte Jahr der Sprecher der Justizministerkonferenz, also für die Landesjustizminister. Und wir haben daraus rechtliche Grundlagen geschaffen, sehr viele rechtliche Grundlagen geschaffen, dass wir jetzt die digitale Infrastruktur überhaupt erst nutzen dürfen. Und meine herzliche Bitte in diesem Zusammenhang an Sie ist, dass Sie nicht verzweifeln, wenn Behördenvertreter kommen, egal in welcher Ebene Sie jetzt tätig sind, weil Sie noch das Gefühl im Kopf haben, der hat im Kopf noch den Ärmelschoner. Ich darf Ihnen sagen, er hat ihn weder am Arm noch im Kopf. Aber eine solche Behörde wie die Justiz, und jetzt rede ich nicht nur von der hessischen Justiz, sondern zum Beispiel von der nordrhein-westfälischen Justiz, auf einen Level zu bringen, dass wir irgendwann einmal bruchlos digital miteinander kommunizieren können, Sie können sich vorstellen, dagegen ist die Umstellung eines mittelständischen Unternehmens ein Klacks. Und die dritte Bemerkung, die Kaltschale ist wieder warm. Ich begann mit der FAZ und möchte mit der Frankfurter Rundschau schließen. Ich hatte die Ehre, wenige Tage nach Snowden einen Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau abdrucken lassen zu dürfen. Und ich habe damals Mitte Juni vorgeschlagen, dass es eine Weltdatenschutzkonferenz geben muss. Ich will Ihnen sagen, mit Abscheu und Empörung war die höflichste Formulierung, mit wie kann sich ein Provinzheini mit so einem Thema beschäftigen, war die andere. Ich bin der festen Überzeugung, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist mein Appell auch an Sie, tragen Sie es bitte weiter, wenn Sie es annähernd so sehen wie wir, und ich weiß, Dr. Gundmann sieht das genauso wie ich, wir können die Fragen einer globalen Einrichtung nur global lösen. Deshalb ist es nice to have. Boah, wir Hessen waren die Ersten, die Datenschutzgesetz hatten, 1971. Na und? Wir kämpfen auf europäischer Ebene gerade darum, dass wenigstens Minimumstandards sind. Da gab es Vorschläge noch aus dem Hause Rehling, das ist die Dame, die immer uns erklärt, die alles besser wird, die den Datenschutz in Deutschland erheblich verschlechtert hätte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle einig hier im Raum, Datenschutz ist eine der wichtigen Vertrauensmaßnahmen, damit digitale Infrastruktur funktionieren kann. Also nicht nur nice to have, sondern we must have. Und deshalb meine herzliche Bitte, immer wo Sie sind, denken Sie ein bisschen darüber noch nach und schubsen Sie es vielleicht nach vorne. Wir brauchen wirklich eine globale Lösung. Da hilft es uns nicht weiter, wenn wir uns in unserem Gärtchen, deshalb schöne Grüße der Provinzfürst, dass wir uns im Gärtchen benehmen, sondern da müssen wir weit raus. Dass Sie das jetzt zum fünften Mal heute veranstalten, bei der ersten durfte ich auch schon einmal dabei sein, jetzt bei der fünften, finde ich eine klasse Sache. Dass es natürlich in Frankfurt am Main stattfindet, und das sage ich als Verfilmer, obwohl ihr uns immer eingemeinden wollt, das sage ich trotzdem ohne irgendeine Scham. Das gehört sich in der Entwicklung auch dieser Stadt so. Das war mal die Stadt der Marktplätze, es wurde die Stadt der Messen, es wurde die Stadt der Infrastruktur durch den Frankfurter Flughafen. Und da muss es jetzt auch die Stadt der digitalen Infrastruktur des Jahres 2020 sein. Vielen herzlichen Dank.